Premiere wird am Samstag im Kia Autohaus Nord in Senftenberg gefeiert. Vorgestellt wird der neue Kia Stonic, umrahmt von einem bunten Programm wie einer NEPS, der Wrestling-Show und japanischen Trommlern. Die kleinen Besucher können sich unter anderem an einer Riesenhüpfburg, der Bastelstraße oder dem Kinderschminken erfreuen. Los geht es um 10 Uhr. Die Lebensräume, die Hoyerswerda Genossenschaft, lädt am Samstag zum Tag der offenen Tür in das Seniorenwohnhaus in der Weihnachtsstraße 46 in Hoyerswerda ein. Es gibt vor Ort alle Informationen zur Tagesbetreuung durch GAVORS, ambulanten Pflegedienst und Tagespflege. Zudem können natürlich die altersfreundlichen Wohnungen besichtigt werden. Geöffnet ist von 9 bis 13 Uhr. Zum ersten Oberlausitzer Gefäßtag sind Interessierte und Betroffene am Samstag in das Kreiskrankenhaus Bautzen eingeladen. Neben Ausstellungen, Demonstrationen, Videovorführungen und Informationen zu Gefäßerkrankungen erwarten die Besucher ab 9 Uhr Führungen durch die Fachabteilungen sowie einen Vortrag zum diesjährigen Schwerpunktthema Erkrankung der Bauchschlagader mit der Gelegenheit, ihre Fragen an die Spezialisten zu stellen. Am Samstag lädt die Ortsfeuerwehr Bischofswerda zum Wettkampf um den 25. Pokal des Oberbürgermeisters ein. Im Löschangriff Männer und Frauen erfolgt der erste Startschuss auf dem Festplatz am Goldbacher Weg um 14 Uhr. Nach der Siegerehrung im Gerätehaus findet dann gegen 17 Uhr die offizielle Übergabe der neuen Drehleiter an die Floriansjünger statt. Daneben wird für das leibliche Wohl aller Gäste bestens gesorgt. Der erste Country- und Western-Club Hoyerswerda lädt am Samstagabend in das ehemalige 1000-Mann-Lager zum Tanz zum Sommerausklang ein. Die Live-Musik nicht nur für Line-Dancer kommt vom bekannten Duo Bret Hart aus Chemnitz. Für das leibliche Wohl wird ebenfalls gesorgt. Beginn ist 19 Uhr. Zum Sonntag. Der Hoyerswerda Wanderverein lädt am Sonntag zu einem Wandertag zum Angewöhnen nach Hoyerswerda ein. Es wird eine ca. 3 Stunden stadtnahe Wanderung für jedermann. Treff ist um 9 Uhr im Sportforum in der Zusestadt. Mit dem Grafen Hoyer fing alles an. Unter diesem Motto führt sie das Schloss- und Stadtmuseum Hoyerswerda am Sonntag letztmalig für dieses Jahr noch einmal durch den historischen Stadtkern. Es geht auf Erkundungstour durch die geschichtsreiche Altstadt. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Schloss in Hoyerswerda. Am Sonntag ab 10 Uhr führt Wilfried Sauer in der Energiefabrik Knappenrode in die Welt des Bernsteins ein. Zur Ergänzung ist auch eine kleine Sonderausstellung, die sich mit diesen Schätzen der Erde beschäftigt, zu sehen. Im Cinemotion im Kino in Hoyerswerda gibt es am Sonntagnachmittag wieder einen Konzertmitschnitt zu sehen. Ab 15 Uhr ist Hans Zimmer live on Tour auf der Kinoleinwand zu erleben. Auch in der KUFA im Bürgerhaus in Hoyerswerda am Markt ist am späten Sonntagnachmittag Kino. Gezeigt wird ab 17.30 Uhr noch einmal die Reisedokumentation »Die Geschichte vom Weg um die Welt«. Es ist eine deutsche Produktion aus diesem Jahr.